Hallo zusammen, das ist der Volkswagen ID.7 Pro Tourer und heute machen wir einen kleinen Reichweitentest mit 110 km/h damit. Ich lade ihn hier so auf 90% und dann fahren wir eine schöne Strecke und kommen dann wieder hier an. Warum mit 110? Das kann man so als eine Simulation nehmen, wenn man Autobahn und Landstraße mal fahren muss, nicht immer nur Autobahn alleine. Und es gibt ja auch Länder, wo man nicht 130 fahren kann. Der hat die gleiche Batterie wie mein ID.7, 77 Kilowattstunden nutzbar, hat auch den gleichen Motor, Hinterradantrieb und so weiter. Dieses Auto hier hat aber die 20 Zoll Sportreifen drauf, die haben einen höheren Verbrauch. Ich habe es gemessen, gegenüber meinem ID.7 mit einem anderen ID.7 von 19 Zoll auf 20 Zoll Sport ist so ungefähr 10% höherer Verbrauch oder 11 sowas. Und das heißt, wir bekommen jetzt nicht die gleiche Reichweite, wie wenn wir 19 Zoll Reifen drauf hätten. Das ist halt schade, aber so ist das und deswegen, so habe ich das Auto bekommen und so müssen wir den Test heute auch machen. Also wie gesagt, 90% und dann fahren wir ein bisschen und schauen wir, wie das Ganze so ist. Reichweitentest Nummer 2 für heute. Ich fahre 113 auf dem Tacho, sieht man im Head-Up-Display oder auch hier, weil ich 110 GPS fahren will. Ich habe geladen bis 90% und dann musste ich eben auf die andere Seite fahren, zu meinem Anfangspunkt und ich bin gestartet mit 87% Ladezustand, bin zu 10 Kilometer erst gefahren. Und übrigens, ich bin deswegen von Ionity heute gefahren, Passau, nicht wie ich jetzt eigentlich immer machen will, von Supercharger in Gaham, der viel besser für mich ist. Ich brauche nicht so lang und es ist weniger los und so weiter. Aber ich wollte ja heute einen Ladetest filmen und beim Supercharger kann ich dann nur die App ab mit einem Screen Recording machen. Und das ist dann nicht, da fehlen dann auch Daten. Also ich habe keine Spannung von der Batterie und keine Ampere und so und Ionity ist da einfach viel besser. Deswegen haben wir vom Ionity heute angefangen und jetzt wie gesagt 87%, fahren wir so runter auf 20% oder so, weil wir haben es gesehen mit dem anderen Test, der Ladezustand ist wirklich sehr linear, das ist völlig okay. Ich habe jetzt Klimaanlage an mit 21,5 Grad, bin aber im Fahrmodus Eco. Also die Klimaanlage arbeitet nicht voll. Ich habe 25% der Batterie benutzt, bin 112 Kilometer gefahren, wäre also eine volle Reichweite von 448 Kilometer, Durchschnittsverbrauch 168. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist ein bisschen niedrig, weil ich gerade bei der Ausfahrt beim Umdrehen war ein kleines bisschen Stau. Für so 3-4 Minuten bin ich sehr langsam gefahren, deswegen hat es meine Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen nach unten gezogen. Mein Gott, ist nicht so schlimm. Allgemein, die Fahrt ist ganz gut. Typisch für den 110 km/h Test ist, dass ich die 110 ganz normal fahre und dann fährt jemand nur ein kleines bisschen langsamer wie ich und das gefährlich ist, weil Leute von hinten mit 130, 140 kommen, muss ich halt mit 120 denjenigen überholen, aber das ist immer nur ganz kurz. Ich muss nie lang langsamer fahren, ich muss nie lang schnell fahren, also ist wirklich ganz toll. Es hat 28,5 Grad draußen und die Klimaanlage in Eco-Mode war auch nicht mehr
genügend. Ich musste auf Individual, also kann nicht reden, auf Komfort umstellen, Fahrmodus, dass die Klimaanlage normal arbeitet, nicht reduziert. Und jetzt ist okay, ich habe auch die Sitzbelüftung auf 2. Die Sonne scheint hier rein, es ist schon wirklich schön, schön warm gewesen. Aber jetzt mit der Klimaanlage in voll ist es ganz okay. Ich habe auch 2 Luftströme sogar auf mich. Das brauchen wir heute. Heute ist warm. Hitzewarnung und alles. Da muss ich ein bisschen weinen. Nicht beschweren, das stimmt nicht. Aber heute ist ein bisschen hart, das Ganze. So, ich musste extrem früh aufstehen, um 5.30 Uhr am Sonntag. Bin mit einem unserer Hunde gegangen und dann hab zu Hause ihn hier vollgeladen und dann zu Ionity, dauert eine halbe Stunde, dann wieder vollladen, anfangen filmen, erste Reichweitentest, mit 6% zurückgekommen, laden auf 90%, das hat 40 Minuten gedauert und dann jetzt dieser Reichweitentest und dann mittendrin einmal umdrehen, Autobahn, nächste Ausfahrt umdrehen und so, das dauert auch immer 10 Minuten oder so. So, es zieht sich dann ein bisschen das ganze Reichweitentest und ich bin jetzt im Moment 1,5 Stunden unterwegs und habe so 34% benutzt, habe aber deswegen mit 87% angefangen und fahre runter auf so 17%, also werde ich so 70% von der Batterie benutzen. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr so bei der Hälfte, nicht ganz. Also fahre ich noch 1,5 Stunden und das heißt, ich bin um 6 Uhr heute Morgen losgefahren von daheim circa, ich glaube 6.10 Uhr oder so und komme dann nach 14 Uhr dann heim, also 8 Stunden war ich dann unterwegs und es ist jetzt nicht furchtbar, natürlich, ich mag ja diesen Job, das ist mein Ding, aber 2 Reichweitentests hintereinander, aber dann blendst du auf, der kann wunderschön überholen. Was ist denn du für ein Tipp? Was soll denn der dann nicht überholen? Fast 1 km/h langsamer, du Hamperer. Aber wenn man müde ist und dann die Reichweiten testet, das zieht sich dann so ein bisschen. Weil es ist ja nicht die ganze Zeit Action, sondern es ist Action mit Laden. Okay, ich muss alles vorbereiten, filmen, habe ich alles, habe ich Ihnen die Fahrdaten zurückgesetzt, sind die Kameras richtig eingerichtet, funktioniert alles, habe ich das Intro gefilmt, habe ich Bilder gemacht. Okay, fahren wir los. Und dann ist halt zwischendrin, vor allem bei 110, von 25% bis ich 50% benutzt habe von der Batterie, das dauert halt dann eine Stunde und dann ist halt ein bisschen Fahrt. Dann tue ich ein bisschen Podcast hören und so. Das zieht sich dann ein bisschen, aber ist ja ganz okay. Aber ich bin halt müde, habe auch furchtbar geschlafen. Ich war irgendwie ein bisschen aufgeregt wegen heute, warum auch immer. Ist auch viel zu warm zu Hause. Wir haben eine Klimaanlage im Schlafzimmer, aber so eine laute, nicht also so eine gute, so eine zweiteilige, wo draußen das Laute ist, sondern und dann habe ich Ohrstöpsel drin, dass ein bisschen leiser ist und mit denen schlafe ich dann furchtbar. Ist wurscht. Sonntag ist Reichweite und es war auch gut so, weil beide Tests könnte ich jetzt kaum machen mit dem Verkehr, wenn dann auch noch Lastwagen auch noch fahren würden. Das wäre ja furchtbar, müsste die ganze Zeit abbremsen, wieder beschleunigen und Ding. So ist das jetzt viel besser. Ich habe gerade umgedreht, navigiere zurück zum Lader, sind noch 102 Kilometer, ich habe 171 Kilometer Reichweite, also fast 70 Kilometer Sicherheit, kein Problem. Er sagt mir, ich brauche 50 Minuten für 100 Kilometer, wenn ich mit 110 fahre. Schauen wir mal, ich soll mit 15% ankommen. Ich bin jetzt so bei 40%, habe gleich 50% benutzt, aber da reden wir ja gleich drüber. Gerade eben ist ein ID.7 vorbeigefahren, in blau, mit meiner Henkfarbe. Das war süß. Ich habe noch nie, ein einziges Mal habe ich ein ID.7 auf der Straße wirklich vor mir und neben mir gesehen. Aber das war um Wolfsburg rum.
Ich habe 50% meiner Batterie benutzt, 223 Kilometer gefahren, wäre eine volle Reichweite von 446 Kilometer. Durchschnittsverbrauch seht ihr hier ganz oben. Seht ihr hier, hier unten haben wir die Durchschnittsgeschwindigkeit, immer noch 104, also ein bisschen zu wenig wegen dem Stau. Das werde ich auch nicht aufholen, das ist halt so. Fahrt ist wunderbar. Das hat mir jetzt voll gefallen, dass wir diesen ID7 gesehen haben. Der hat sogar die Warnblinkanlage ganz kurz eingeschaltet. Ich habe gewunken und er hat dann auch Hallo gesagt. Es ist Urlaubssaison und wenn ihr eine Ladelösung braucht für eure Urlaubsfahrt, dann ist Maingau genau das, was ihr braucht. Mit Maingau könnt ihr bei über 550.000 Ladepunkten in ganz Europa laden, 127.000 davon sind in Deutschland. Den Ladevorgang startet ihr ganz einfach, entweder mit der App, mit einer Karte oder mit diesem wunderschönen Chip, der so wunderschön leicht ist. Unglaublich, dass man den immer schön dabei haben kann. Wer mehr Interesse hat, es gibt einen Link in der Beschreibungsbox. Ich bin mit 18% angekommen, Durchschnittsverbrauch 167 Wattstunden pro Kilometer, 311 Kilometer gefahren. Google Maps sagt mir, es sind 307, hab allerdings einmal bin ich woanders gefahren und einmal war ich auf der Toilette, also würde ich sagen 308. Ja, bin mit 18% angekommen, mit 87% gestartet. Wenn ich dann nehme, dass Google Maps mir sagt 308 Kilometer, komme ich auf 446 Kilometer volle Reichweite. Und wie ich es im anderen Video schon gesagt habe, Hank, mein ID3 mit 19 Zoll Reifen, schafft 428 Kilometer bei 130, aber es war auch nicht so heiß. Heute ist extrem heiß mit 30 Grad. Die Klimaanlage muss brutal werkeln. Hier alle Lüfter vom Ionity. Ionity ist voll. Ein Volvo EX30 wartet sogar. Hier alles bläst hier, alles muss gekühlt werden. Ja, heute ist schon sehr, sehr heiß, 30 Grad und Sonne voll. Also das war Hitzewarnung und alles. Das hat natürlich um einiges mehr verbraucht wie bei 24 Grad ohne Klimaanlage und ohne Heizung. Das ist halt so. Ich lade jetzt noch ein bisschen. Die Daten von der Fahrt sind hier wie immer. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox. Und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr wissen wollt, was hinter den Kulissen von diesem Kanal passiert, ich habe noch einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.